Ja, Mittwoch, der 21. Heute gibt man wieder ein bisschen mehr Gas. Ich werde hinten das Eck noch zubetschen. Habe ich gerade noch zwei Säcke geholt. Dann schaue ich, dass ich die Kabelschellen an die Wand hinkriege. Und was wir heute noch machen. David hat zu Schatzi gesagt, also zu seiner Mama, wir können heute die Verschalung wegmachen. Also mache ich heute noch die Verschalung weg. Aber jetzt muss ich erst noch mal an den Lars vielen, vielen, vielen Dank sagen. Ich habe gar nicht erst gewusst, was da für ein Packel kommt. Ich habe schon gedacht, das ist mein Repeater. Hallo Michi, wie auf der DGM versprochen, hier die Flasche. Du hast sicher mehr Verwendung als ich. Mach weiter so. Ein Gruß, Lars. Und was für eine Flasche habe ich bekommen? Eine Flasche Jackie. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Und Rita, bringst Zubehör mit. Du weißt, was wir damit machen. Das lassen wir uns schmecken. Ganz genau. Ja, gut. Dann trinke ich jetzt noch schnell meinen Kaffee fertig. Und dann werde ich gleich die Mörtelpumpe anrühren. Oh, war ein langer Arbeitstag heute wieder. Anrühren, werde das Loch zumatschen, zu punchen. Ja, und dann geht's auch schon weiter. So Leute, das Loch wird zugepatscht. Zwei Säcke habe ich geholt, einen habe ich jetzt bloß gebraucht. Ob das Zeug jetzt irgendwann einmal bricht oder was, ich habe keine Ahnung. Wäre möglich und wenn, dann ist es so. Aber jetzt haben wir hier halbwegs eine vernünftige Höhe. Und ich kann mich jetzt aufs nächste konzentrieren. Sprich, wir machen jetzt dann gleich die Verschalung weg. Ja. Was ist hier vorwärts gegangen? Ja, die Balken, was schon oben drauf gelegen sind, sind anscheinend nochmal gestrichen worden. Die waren gestern noch nicht gestrichen. Also ist ein bisschen was vorwärts gegangen. Jetzt fehlen bloß noch die da hinten. Und mein Schatz ist da hinten am Auto putzen und am Auto saugen. Und die ärgere ich jetzt auf die Gefahr hin, einen Staubsauger am Kopf zu kriegen oder sonst was. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Schatzi? Hallo? Machen Sie mal den Staubsauger aus. Zum einen, du störst mit deinem Staubsauger im Video. Und zum anderen haben wir nicht gesagt, zuerst die Krikota, dann die Autos. Ich gehe lieber. Au! Die hat tatsächlich versucht, mich umzubringen. Fast hätte mich das Plastikteil am Kopf getroffen. Nein, bisschen Spaß muss sein. Das Auto hat es nötig gehabt. Da haben wir ja auch teilweise unsere Baustoffe transportiert. Ja, und deswegen war es jetzt völlig legitim, dass das Ding einmal wieder sauber gemacht wird. Ist ja das gute Auto. Okay, ich schnappe mir jetzt Stativ, stelle Stativ hin, Schatz darf weiter saugen, stört nicht, mach weiter. Und ja, dann kümmere ich mich um die Verschalung. Ach, vorher trinke ich noch mal einen Kaffee. Ziehen wir erst einmal die Plane weg und ja, schauen wir mal den Beton von oben an, aber nicht vergessen, da kommt ja noch komplett die Dachpappe drauf. Ich habe heute nachgeschaut, ein Mauersperrbahn ist auch bloß eine Dachpappe, etwas dünner zurechtgeschnitten. Also von daher
wird das schon gut sein. Und der Hersteller von der Kota hat mir das auch empfohlen. Es steht im Plan drin, also warum sollte ich da was anderes nehmen? Also das passt schon. Gut. Also so hundertprozentig schön, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, ist jetzt die Oberfläche nicht geworden. Aber man könnte sie ja noch abschleifen, aber ist keine Sichtfläche. Von daher passt es. Ich werde jetzt erst einmal die kompletten Steine außenrum wegräumen. Ja, dann irgendwie gucken, dass ich die Spanngurte aufkriege. Wahrscheinlich werde ich die gleich zusammenschneiden. Die kann ich vermutlich eh wegschmeißen. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir die Schalung wegkloppen. Ja Leute, die Spanngurte habe ich halbwegs sauber bekommen. Beton abgeklopft alles, da hinten liegen sie. Also die kann ich auf alle Fälle weiterverwenden. Da sind sie, zwei Stück sind schon aufgerollt. Schatz, du brauchst nicht davonlaufen, dir wollte ich jetzt die Cam in die Hand drücken. Wegen? Oh, ja, wegen Film, wenn ich die Verschallung wegmache. Du musst mal zuerst eine Zigarette aufziehen. Ja, dann gehen wir erst einmal in Ruhe eine rauchen. Und dann machen wir die Verschalung weg. Meißel, Stemmeisen habe ich schon in der Hand. Gesicht auch drauf. Nein, bloß dein dicker Bauch. Gut, dicker Bauch ist immer gut. Ja Leute, mit meiner Axt, eigentlich ein Maurerbeil. Ja, das Ding begleitet mich schon seit meiner Jugend. Haben wir schon ein paar Baumhütten damit gebaut. Und dem Stemmeisen werde ich jetzt probieren, erst einmal die Ecken aufzukloppen hier. Ach du Scheiße. Hat der David wieder gut gemeint. Es löst sich. So, und das machen wir jetzt 6 Mal. Richtig. Scheißdreck, hier muss weg. Habe ich schon gesagt, dass die Stemmeisen zu kurz ist. Hurra, das erste ist weg. Und schon kommt eine Spinne unten raus. Mann. Tada, das Fundament wäre fertig. Hier kommt dann die Türe hin, wie gesagt. Also sprich, guck in die Richtung. Links und rechts ein Fenster und nach hinten aus ein Fenster. Ja, soweit gerade ist das ganze Teil. Bin soweit wirklich zufrieden. Jetzt heißt es aber alleweil noch warten bis Freitag, maximal Samstag. Und dann kommt die Dachpappe drauf. Und dann können wir anfangen, den Ringbalken drauf zu spaxen. Da will ich ja bohren. Und ja, was mache ich jetzt noch?
Hinten habe ich jetzt schon angezeichnet. Meine Bohrmaschine flackt auch schon da. Ja, dann werde ich mal anfangen, die Löcher zu bohren nach einer kleinen Kaffeepause. Wie spät haben wir es mittlerweile? Ist mir eigentlich wurscht heute. Solange ich was sehe, werde ich heute was machen. Oh, wir haben schon wieder 7:15. Ist mir wurscht. Gut. Kaffee, Bohrmaschine, auf geht's. Und ich schaue in diesen Videos immer wieder aufs Display und nicht in die Linse. Ja, ich weiß. Naja. Ich weiß nicht warum, Leute, aber die Scheißdinger schraube ich immer ganz gern nur mit der Hand fest, ohne Akkuschrauber. Ist eine so eine, ja, dumme Angewohnheit. Wobei es ja mit dem Akkuschrauber wesentlich einfacher und schneller ginge. Ja, und so wird jetzt Stück für Stück rübergebaut. Darüber das Stromkabel hier in den Kasten. Und das LAN-Kabel geht dann oben unter den Balken entlang rüber und dann innen durch in die Werkstatt rein. Was ja ein absolut lustiges Kommentar war. Um Gottes Willen kein LAN-Kabel draußen verlegen, wenn da der Blitz einschlägt. Oh, ich glaube, wenn in das LAN-Kabel, in das isolierte LAN-Kabel ein Blitz einschlägt, dann haben wir ein größeres Problem. Also, der Witz war echt gut. Ich habe es wirklich als Witz aufgefasst. Jo, okay Leute, mein Schatz ist an den Balken zugange. Also geht da heute auch noch was. Aber das ist dann was fürs morgige Video. Ich schraube jetzt noch ein paar von den Dingern da dran. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir morgen machen. Leute, wir sehen uns. Ciao.